Und ein herzliches Hallo zu GTA 5. Und wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, ist Mord durch Chat in meiner Lobby. Was so viel heißt wie, ich bin am Arsch. Und zwar mächtig. Wer Mord durch Chat nur nicht kennt, das ist Gare Thunderlord. Und er ist gut. Er ist echt gut. Er hat mich vorhin von dem Dach geholt. Obwohl ich eigentlich jemand anders snipen wollte, hat er mich einfach vom Dach geholt. Wo ich mir gedacht habe, so. Lol. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es wagen soll, ob ich es nicht wagen soll. Wer ist denn da cooler unterwegs? Wie gesagt, im Tarnmodus, damit er. Ja, er hat vorhin versucht, mich umzubringen. Einmal ist es ihm gelungen. Das zweite Mal hat er verkackt. Ich glaube, das ist ihm selber bewusst, dass er da nicht unbedingt so gut getroffen hat. Und ich glaube, er macht die ganze Zeit Jagd auf mich, sobald ich mich nicht irre. Zumindest habe ich so das Gefühl, als würde er Jagd auf mich machen. Ja. Jetzt werden wir mal schauen. Er ist noch in der Lobby. Da er ja im Dings ist, in der Akula, dürfte das hier jetzt mächtig witzig werden, ja? Ich riskiere es jetzt einfach mal. So. Ich glaube nicht unbedingt, dass ich da eine Chance habe, aber probieren kann man es ja trotzdem. Er jagt mich, genau das, was ich eigentlich wollte. Tja. Fuck! Wie das? Will er mich veräppeln? Der will mich doch wohl verarschen. Er ist also echt, Leute, mir geht der Puls bis zum geht nicht mehr. Eins zu null für ihn, ja? Alter. Okay. Aber es ist auch ein bisschen unfair, ne? Sich noch eine Akula dazu zu holen. Weil alleine anzutreten ist wohl nicht gut genug, oder wie? Das muss doch ziemlich also ziemlich Frust. Wow! Ja, geil. Von zwei Leuten auf einen, das nennen ja. Herzlichen Glückwunsch. Was für eine miese Aktion. Ach, Leute. Da ist der Akula. Na, warte. Mal sehen, ob du mit Lenkerketten auch umgehen kannst. Jetzt schreibe ich ihm mal, ob das zu zweit auf einen sehr fair.
Warte mal, ich schreibe ihn direkt auf der Playsee. Das wird witzig. Warte mal, ich schau mir das Profil mal von ihm an. Typen, der mich gerade umgelegt hat. Englisch, okay, er gehört anscheinend nicht zu ihm. Lol. Okay, warte mal kurz, dann habe ich eine Idee. Da er so gerne mit der Kula rumfliegt, werde ich ihm ein kleines Geschenk geben. Apropos Kula, rein zufälligerweise habe ich auch eine, aber ja, nein, den Gefallen tue ich euch nicht. Ich wollte euch auf alle Fälle zeigen, dass ich mich zumindest hätte in einem One-on-One im Flieger relativ gut battlen können, weil er wirklich gut ist. Das spreche ich auch nicht ab. Vor mir zittern in meiner Stimme, hört, mir ist kalt und zwar tierisch kalt. Kann auch jetzt gerade meine Nerven sein, keine Ahnung. Auf alle Fälle, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von dem Video sehen wollt, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.